So, liebe Frau Quaitsch, Frau Hortenauer, Sie hatten eine sehr spezielle Anfrage, nämlich wie Sie mit einem bestimmten Videoschnitt-Tool, mit einer Videosoftware direkt nach YouTube streamen können und von dort aus Kommentare und so weiter einsammeln. Und ich würde Ihnen jetzt ganz gern mit Bordmitteln zeigen, wie Sie das realisieren können. Vielleicht ist das auch für andere interessant. Das ist aber wirklich eine Sonderausgabe. Jetzt im Screen habe ich insgesamt, sehe ich mich 1, 2, 3, 4, 5 Mal, nehme ich im Moment mit einem Desktop Recorder, nämlich dem PowerDirector, meinen Bildschirm auf. Auf der rechten Seite sehen Sie ein GoToMeeting-Verbindung, in die ich jetzt selbst eingewählt bin und mit meinem Smartphone eingewählt bin. Das ist da, das ist die schlechtere Kamera. Dort sehen Sie das Bild der Logitech HD 1080p. In beiden Fällen bin ich stumm geschaltet und ich nehme ab im Moment meine Stimme auf über den Samsung Wireless Receiver und zwar für die Bildschirmaufnahme. Auf der linken Seite sehen Sie Streamlabs OBS, mit dem ich normalerweise direkt zu YouTube streame oder aufzeichne. Das Ganze kann ich mir jetzt in dem Setting hier nicht erlauben, weil mein Rechner dafür nicht potent genug ist und die Verbindung selbst nicht sehr gut ist oder nicht so gut ist, um jetzt mit dem Setting noch live nach YouTube zu streamen. Das habe ich heute Nachmittag probiert. Das brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Also ich würde jetzt mal ganz einfach zeigen, wie man so ein Setting bauen kann. Dafür würde ich schnell eine neue Szene in Streamlabs OBS erstellen. Das geht eigentlich sehr einfach und sehr zügig. Und um jetzt zum Beispiel unterschiedliche Sprecher in einem Chat oder in einer Videokonferenzsoftware in Streamlabs OBS zu holen, füge ich einfach neue Szenen hinzu und zwar der Einfachheit halber. Und es braucht ein bisschen Vorbereitung der Bildschirmaufnahme. Ich zeige das Ganze mal. Wir nennen das Ganze Display Capture 1, Quelle hinzufügen. Und jetzt sehen wir hier den Monitor komplett. Und ich hätte gern natürlich aber nicht alles, sondern ich hätte nur sehr gern einen, genau, falls das jetzt für den einen oder anderen verwirrend sein sollte, tut mir das leid, einen Filter. Und zwar interessiert mich ja nur die Sprecheransicht, die ich jetzt aus GoToMeeting, also aus der Konferenz herausziehe. Zeige das vielleicht mal, schneide, möchte das Ganze zuschneiden. So. Und muss dafür das Bild entsprechend einkürzen. 880 reicht nicht. Probiere ich mal 1100. Das ist okay, so können wir es lassen. Kürze es rechts ein um 600. Mal sehen, das war zu viel. Nehmen wir mal 450. Auch zu viel. Probieren wir es mit 480 oder 500. Immer noch zu viel. Machen wir, ich glaube 480. Ich muss eher in Richtung 450 oder 440 gehen. Das war zu wenig. Lassen wir es bei 450. Kürze das Bild jetzt nach oben ein. Das sollte passen. Ja, genau. Mein Smartphone sitzt hier oben drauf. Deswegen musste ich kurz schauen, wo das Bild hin ist. 440. 430 reicht vielleicht. Ja, wir nehmen mal 440. Und unten machen wir dasselbe, ebenfalls mit 440. Das ist doch ein schöner Ausschnitt, mit dem können wir doch sehr gut leben. Und schieben das Ganze jetzt zum Beispiel an eine x-beliebige Stelle hier hin. Das Ganze wiederholen wir mit einem einer weiteren Bildschirmaufnahme. Jetzt muss ich das schlechtere Bild vom Smartphone nehmen. Ebenfalls wiederum mit Bildschirmaufnahme, die wir dann zurechtschneiden. Die haben wir schon und ich hätte gern die zweite Variante, füge die Quelle hinzu.
fertig, muss das schneiden. Moment. Na? Wir müssen noch mal. Braucht da ebenfalls wieder den Filter. Schneide das Ganze zu. Und zwar links muss es jetzt ein bisschen mehr sein. Reicht noch nicht. 1450 reicht auch noch nicht. 1460, 1470 nehmen wir dann. Rechts reichen 10. Oben machen wir 430, das sollte gehen. Das sollte sich ausgehen. 430. Unten 440 war zu viel, 420, 400, halt nicht 4000, 400, okay. Ja, warum das jetzt so unscharf ist, kann ich auch nicht sagen. Das liegt aber wahrscheinlich an der Bildübertragungsgrade der Kamera. Aber wie Sie sehen, haben Sie jetzt hier das GoToMeeting. Ja, auf dieser Seite, auf der rechten. Und auf der linken Seite haben Sie jetzt diese zwei Bildschirmaufnahmen, die für das Streamlabs OBS präsentiert worden sind. Sie sehen aber auch schon, dass mein Rechner, sehen Sie vor allen Dingen an dem unteren Bild, dass mein Rechner schon langsam in Schwierigkeiten kommt mit der Darstellung, weil zum Beispiel die Kamera vom Smartphone schon leicht verzögert, also in einer reduzierten Framezahl abgelegt und abgespeichert wird. Gut, das nächste wäre jetzt natürlich, das zeige ich Ihnen auch, dass Sie mit einem vernünftigen Overlay arbeiten. Das habe ich Ihnen schon mal hier vorbereitet. Das ist normalerweise der blaue Hintergrund. Sie sehen das TU-Logo und das Konzept-Logo. Und hier mit Text vorbereitet, das können Sie aber auch als Texteinblendungen direkt aus Streamlabs OBS machen, habe ich diese beiden Bezeichnungen für die Sprecher gewählt. Das bin nun mal zweimal ich. Daneben wäre auch zum Beispiel denkbar, Ebene duplizieren, das zeige ich Ihnen auch hier, so, dass Sie einen YouTube-Chat einblenden. Ja. Wenn Sie das Ganze dann zu YouTube streamen, also das machen wir erstmal so. Moment, YouTube Chat. Ja. YouTube Chat. Jetzt muss ich mal ganz kurz das Telefon zur Seite nehmen, weil ich das nicht mehr sehe. Für den brauchen Sie vielleicht ein bisschen mehr Platz. Und jetzt, damit Sie sehen, dass ich Sie hier nicht austrickse, ja, dupliziere ich mal die Ebene. Schneide das an der Stelle noch einmal aus. Halt, Moment, das möchte man schon ein bisschen genauer machen. So, das sind also zwei transparente Bereiche, Schnittbereiche. So, Moment, zwei transparente Schnittbereiche. Schneide das an der Stelle hier aus. Ja, und müsste jetzt, weil ich hier schon einen Schatten hinterlegt habe, diesen Bereich freilich mal kopieren. Ebene durch Kopie mit einem Schlagschatten versehen. Ja, halt, Moment, so rum. So rum ab. Den können wir ein bisschen überfüllen. Größe, ja, so ist schön. Überfüllen, sodass es deutlich heraustritt. Und legen das Ganze jetzt einfach in den Hintergrund. Dann werden Sie sehen, bleibt der Schatten erhalten. Aber ich sehe natürlich nicht mehr diese Abgrenzungen. So, das lassen wir jetzt mal so, wie es jetzt ist. Fügen das Ganze im Moment, muss ich nochmal ganz kurz das Bild wegnehmen. Ebene, fügen die Ebenen auf eine Ebene zusammen und speichern das Ganze als PNG ab und legen es auf den Desktop. So, ja,
Und das benutzen wir jetzt als Layer in Streamlabs OBS, nämlich mit einer neuen Ebene. Halt, Moment, nicht erschrecken, also die Bilder sind alle noch da. Benutzen jetzt eine neue. Also sehen schon, die Verbindung zum Telefon könnte wirklich besser sein. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Und jetzt fügen Sie hier ein neues Bild ein. Ja, die Uhr sollten Sie jetzt nicht schlagen hören, deswegen habe ich kurz das Mikrofon ausgemacht. Also Sie fügen hier das Bild ein, den Layer. So, fertig. Und platzieren jetzt die Kameraeinstellungen über diesen ausgesparten Bereichen. So. Und so, und dann verschieben Sie das Image hier hin. Moment, das muss rutscht nach oben und verdeckt dann freilich die Überschnitte dieser Sprecherpräsentation. Und Sie haben dann die beiden Sprecher im Bild. Jetzt können Sie natürlich ganz einfach noch einen, das kann ich Ihnen jetzt nur leider aus Konserve zeigen, da die Netzverbindung jetzt schon an ihr Limit kommt. Und ich wähle mal einfach einen ich versuche mal zu meinem Kanal zu gehen. Und Sie sehen schon im Hintergrund hier, sehen Sie auch die Bildschirmaufnahme natürlich von Streamlabs OBS. Ja, das dauert alles furchtbar lang mittlerweile. So. Ja, das tut sich jetzt nicht. Was ich Ihnen jetzt hier zeigen wollte, ist, dass Sie freilich noch einen Browser-Ausschnitt machen können und den legen Sie hier dahinter und dann haben Sie den Chat durchlaufen parallel zu der Sprechereinstellung und können dann mit der Moderation theoretisch hier auch noch eine Präsentation einbinden und dann haben Sie alles auf einem Format. Wie Sie sich vielleicht jetzt schon denken können, kann ich das Ganze jetzt nicht direkt nach YouTube streamen. Würde ich jetzt auch nicht machen, damit die Verbindung hier nicht abbricht. Aber das ist eine ganz einfache Möglichkeit, wie Sie mit einem Konferenztool und einem Videoschnittprogramm direkt nach YouTube streamen. Was Sie bedenken müssen, bitte, ist, dass Sie auf YouTube, also zwischen dem Transfer zwischen OBS und oder Streamlabs OBS und YouTube, haben Sie einen Delay von circa 15 Sekunden. Ich würde also nicht den Chat auf 700 unterschiedlichen Plattformen wählen. Zumindest nicht den Chat in GoToMeeting, denn dieser Chat ist allen anderen Chats immer 15 Sekunden voraus, sondern ich würde tatsächlich die Chats einsammeln auf oder die Kommentare einsammeln auf YouTube oder auf Twitter, je nachdem, wo Sie das Ganze oder Twitch, wo Sie das Ganze hinschießen, und würde von einem Moderator oder einer Moderatorin die Fragen und zusammenstellen lassen, die dann da relevant sind. Schlussendlich können Sie das auch so machen, dass Sie hier mit einer neuen Szene ganz einfach den kompletten Browser aufblenden. Und das ist zum Beispiel eine Technik, die bei dem Format ZDF heute verwendet wird, also den Live-Chats. Das heißt, die blenden auch zwischen einfachen Szenen in Schnittprogrammen hin und her. Und das sollte aus meiner Sicht hervorragend funktionieren.
Gut, also für den letzten Schritt, also den YouTube-Chat und für das Livestreaming jetzt zu YouTube, fehlt meinem Rechner einfach die Performance. Wäre aber das Setting, was ich empfehlen würde, wenn man über so ein Format zum Beispiel zum Unitag nachdenkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Lasch.